Wäre ja auch ein Vorteil. Kann ich hier in den Untergrund wechseln? Na, hier. So. Das lassen wir mal so. Gut. Dann dreispurig hinab mit dir. Nein, ich muss ja hier zuerst andocken. Das bedeutet so. Dann geht's hier runter. Dann geht's hier so runter. Wo hat's überlappende Objekte? Aha. So, und dann geht hier der Schnellstraßentunnel. Warte mal. Ja, schon viel besser. Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Minus 10. So. Dann hätten wir das Problem geklärt. So, dann kommt die Autobahn eigentlich hier hoch. So. Dann hätten wir hier die Autobahn schon mal geklärt. Gut. Dann dürfte ja soweit der Verkehrsfluss in die Industriestraße führen. Gut. Dann hätten wir das mal geklärt. Oh oh. Das war predictable. Mhm. Hang ist zu steil, okay. Hä? Okay, da gefällt mir was nicht. Dann machen wir mal jetzt gerade. Genau, und dann okay. Keine Parallele mehr. So, gucken wir mal.
Sind die jetzt wieder mit Strom verbunden? Ja. Sind sie. Mit Wasser auch. Gut. Dann hätten wir hier schon mal ein bisschen für Verkehrsordnung gesorgt. So. Was ist hier los? Ach so. Mhm. Okay. Die wollen alle in die City. Eieieiei. Was denn für hohe Kriminalität? Aha. Haben wir denn hier keine... Nein, wir haben gar keine Streife hier. Mega lol. So. Wie sieht's denn aus mit durchschnittlicher Brandgefahr? Das ist in Ordnung. Soweit. Dann, was habe ich hier? Nein. Wie sieht's mit unseren Studenten aus? Da braucht das College mehr Platz. Aber aktuell Grundschule. Zuerst brauchen wir noch eine Grundschule mehr. Direkt an der Autobahn. Jawollo. Was für ein Bullshit ich baue, wirklich. So. Das hier passt. Das und das hier. Krematorium Verfügbarkeit. Ein Krankenhaus brauche ich aktuell nicht. Ich brauche ein Krematorium. Oder kann ich dieses Krematorium ausweiten? Ja. Das geht. So. Wie sieht's jetzt denn mit den Toten aus? Immer noch schlecht. Belegt. Todesfälle. In dem Fall. Wie sieht's aus mit dem Krematorium? Luftverschmutzung gering. Ja, es wäre... Komm hier beim Park. Das stört doch niemanden. Das stört die Leute. Dann verschiebe ich den mal. Ich habe ja hier schon ein Krematorium. Ach komm. Machen wir's hier hin. Erhöht die Geschehnisse, mit der Überreste verbrannt werden. So. Also, eigentlich dürfte Mülldeponie Verfügbarkeit. Ach du Scheiße. Müll. Gelagert Kapazität. Das Recycling Center. Bearbeitet eigentlich noch relativ gut. So. Kriegt doch irgendwo ein Flugzeug durch. Oh man. So. Was machen die Leute? Wie geht das? Wie geht das? Ich versteh's nicht. Pending updates to our power grid,
The city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon Radio. So, wie viel Kapazität? 200. And we're pervading some of the finest classical music on the air. Keep that dial right here. For our feature story this hour, we're going live to Kim, who is downtown investigating the story behind our declining commercial zone. Dann wäre sowas wie... is driving this sudden downswing in business? Kim? Good question, Glenda. I'm standing outside what used to be one of the busiest stores in the what city. What the fuck is das? It opened its doors to lines of customers 7 days a week. Now the place is shuttered, like most of the commercial buildings on this once thriving city block. And the question on everybody's minds, how could it have come to this? Thanks, Kim. We'll have more with Kim after the break. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Okay. Ah, diese Funkantenne macht so Lärm. Okay, ich bin wirklich, ich bin am Hin und Her studieren. Die Straße ist zu schmal. Da müsste ich eigentlich Folgendes tun. So, 2 breit. Vorher war sie 1 breit. Okay. Dann hier machen wir das dann. Dann geht's vielleicht besser. Dann wird's vielleicht flüssiger wieder. Was machen die Menschen alle? Geht zur Arbeit. Hä? Ach so, die gehen zu Fuß, weil hier totales Chaos herrscht, oder was? Okay. Ich verstehe. Boah, ey Leute, ich bin wirklich ein bisschen überfordert, muss ich wirklich sagen. Also, ich gebe das ungern zu, aber... Tschüss. So. Aber jetzt sollte dann der Verkehrsfluss hier schon besser sein. Ja, das ging noch nicht so ganz auf, wie ich das wollte.